辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。Wir haben Dinge erlebt, die wir lieber vergessen würden. Einige Gräuel haben uns fast gebrochen. Wir haben mehr als 2 Jahre gekämpft, bis wir die Freiheit erlangten, aber diese Jahre waren auch von Bedeutung. Kazuto, hörst du mir zu? Ich habe gesagt, du sollst dir diesen Artikel ansehen. Sorry, also weltberühmtes Internet-Idol, Seven eigentlich geniale Wissenschaftlerin, aha. Sore wa maniakku na hito ga yomu kishi dewa naku, terebi no news de nagareru youna, taishuu ni mukete yōi sareta mono datta. Aber dieser Artikel war keine Werbung einer drittklassigen Website, sondern in den Nachrichten für alle. Utahime Seven wa 12 歳ながら、その天才的な頭脳で様々な学位を飛び級で取得し。Sie ist ein absolutes Genie, 12 Jahre und schon fertig mit dem College, MIT sogar und die beste ihrer Klasse. アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名、七色アルシャービン、女子だって。Jetzt ist sie eine weltberühmte Sängerin und Internet-Idol. Ihr richtiger Name lautet Rainbow und das andere, keine Ahnung, Arshavin? ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだろ。Oh ja, ich weiß, wen du meinst. Sie ist halb Japanerin, halb Russin, richtig? 仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて考察した論文がいくつも掲載されてたぞ。Sie hat viele Nachforschungen zu VR-Unternehmen angestellt und Dokumente online. Ganz viel über VR und so. よく知ってるね。Du weißt ja viel über sie. Ich habe noch niemandem gesagt, aber ich wollte in Zukunft studieren und VR-Technologie studieren. Ich hatte es weder Asuna noch den anderen erzählt, aber mein Traum war es, VR im Ausland zu studieren. Deshalb war ich so an Rainbow interessiert. Außerdem veranstaltet sie Konzerte in VR-MMOs. Beeindruckend. Stellt euch vor, wenn es das auch in SAO gegeben hätte. Überleg mal, du spielst, keine Ahnung, Guild Wars und dann kommt dann wirklich keine Ahnung, Robin Williams oder von mir aus hier Lady Gaga oder keine Ahnung was. Und macht dann ein Konzert in deinem Online-Spiel. Das wäre doch voll der Hammer, oder? Richtiger Name Rainbow, ja. Ey, es gibt Leute, die heißen Wolke, also von dem her. So da ne. Wie war? Demo, koyu omatsuri-tekina kanji ga online game nan da yo. Sau war anders. Bei Online-Spielen ging es immer darum, Spaß zu haben. So etwas ist zu erwarten. Demo, kagakusha ga idol nante sugoi yo ne. Und sie ist nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Sängerin. Ich würde mich niemals auf eine Bühne trauen. Voll die Kombination, oder? Wissenschaftlerin, Sängerin? 12 歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて、自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。Sie singt wohl nicht nur, sie schreibt auch Musik und Texte selbst. この記事、歌姫の七色に透き通るような歌声が世界を照らし。Laut Artikel hebt ihre engelsgleiche Stimme die Laune, stoppt Kämpfe und bringt Alo auf den Weg zum Frieden. In Alo geht es um PvP und den Krieg zwischen den Völkern, also bringt es nichts, einfach nur Monster zu besiegen. Ach, deswegen haben mich die anderen Spieler angegriffen. やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。Das stimmt, aber wirklich, die Leute im Ausland wissen, wie man den meisten Spaß mit ihren Spielen hat. VR-MMO 研究で注目を浴びている少女。Rainbow, die Aufmerksamkeit, die ihre Forschung zu VR-MMOs bekam, weckte mein Interesse. 早く行こうよ。やっ。
da vorne was gesehen. Da gibt's was zum Looten. Schnetzeln wir uns durch. Ich finde auch so cool, dass sie wie im, ich weiß, ich wiederhole mich, Anime, so rote Striemen bekommen. Hey, seht mal, noch mehr Spieler. Gut, das ist das letzte Monster. Zeit für das nächste Gebiet. Oho, da holt jemand auf. Ich muss mich beeilen. Er ist weggelaufen. So wie diese Gruppe gekämpft hat, waren sie ziemlich erfahrene Spieler. Jede Gruppe, die es bereits so weit geschafft hat, muss ziemlich gut sein. Sie könnten zu einigen unserer stärksten Rivalen werden. Wie wohl ihr Gildenname lautet? Na los, ich will nicht hinterherhängen. Erledigen wir ein paar mehr Quests. Du hast recht. Weiter geht's. Wow! Ey, die holzt mich die ganze Zeit nieder. Ich will keinen Bosskampf in diesem Spiel machen. Also dieses Anvisieren finde ich immer noch ein bisschen kacke, muss ich sagen. Jetzt haben wir irgend so einen Bobble eingesammelt. Dann gehen wir mal hier, da gibt es einen Schatz anscheinend. Eine Schatzkiste ist da. Einfach alles ignorieren. Ignorieren? Ab zum Schatz. Ich hoffe, wir finden hier Hinweise. Durchsuchen wir diesen Ort gründlich. Da ist eine Schatzkiste. Ein Heiltrank. Oh, cool. Sehr versteckter Hinweis. Ziemlich heruntergekommen, wohl schon eine Weile verlassen. Naja, mit so vielen Monstern würde ich hier auch nicht mehr bleiben. Ich will den hier anvisieren, gibt's doch nicht. Das war gerade echt beeindruckend. Ich habe 3 Leute auf einen Schlag fast umgemietet. Da, diese runden Striemen. Damit weiß man, wie schwer man das Vieh getroffen hat und dann geht's irgendwann down. Scheint versperrt zu sein. Seht mal, ein Schlüssel. Du hältst den Bilskirnir-Schlüssel. Jetzt müssten wir hineinkommen. Los, Kirito, geh und öffne die Tür. Schon gut, ganz ruhig. Immer mit der Ruhe. Welch eine Erleichterung. Ich dachte, hier wäre alles voller Monster. Seht mal da drüben, ist dieser Stein das, was wir gesucht haben? Aber wir haben nur eine Hälfte. Wir haben ihn schneller gefunden, als ich erwartet habe. Gehen wir damit zurück und... ist das nicht viel kleiner als das Loch an der Steintür? Sieht halb so groß aus. Bedeutet das, wir brauchen noch eine Hälfte? Leute, da drüben ist ein Tagebuch. Sehr gut, Liefer. Ich wette, darin finden wir einen Hinweis. Es ist alt, sieht aber lesbar aus. Hör zu, ich lese vor. Sieht sehr hübsch aus, oder?
Shino sieht sehr hübsch aus, gerade mit der Brille, finde ich cool. Auch, dass ihre Pupillen so ein bisschen katzenhaft sind, so nach unten gezogen. Tag, Monat, Jahr. Oh nein, ich habe die Steintafel zerbrochen, die meine Familie schon ewig bewahrt. Der Vivian hat eine der Hälfte der Steintafel gestohlen, das darf niemand erfahren. Dieses Geheimnis stirbt mit mir. Mein Ende ist nah, doch mein dunkelstes Geheimnis bleibt verborgen. Doch ich wünschte, jemand würde das fehlende Teil finden und das Erbstück meiner Familie wiederherstellen. Die Tafel wurde zerbrochen, ja, das hat man gesehen. Wyvern, das ist ein Monster, oder? Ja, anscheinend finden wir die andere Hälfte der Tafel, wenn wir diesen Wyvern finden. Yui, wo könnten wir anfangen? Der Wyvern soll auf einer anderen schwebenden Insel nördlich von hier leben. Dann wird das unser nächstes Ziel. Auf zur Insel im Norden. Ja! その頃の私は結構塞ぎ込んでいた。自分の置かれた状況を受け入れられず、部屋に困るしかなかった。そんな時、アスナが私の部屋にやってきたの。いきなり、シノンって言い出したの。最初は少し鬱陶しかったが、でも、理不尽な状況を受け止めて戦っているアスナを見て、私もSAOの世界で強くならなきゃって思うように。 Ich komm langsam rein. So, ich möchte jetzt fliegen. Also geht's hoch. Warte, nein, so nicht. Das ist der Weltenbaum. So. Ich habe vergessen, Gegenstand, Befehle. Heiltrank angreifen, Heiltrank angreifen. Nee, das wollte ich nicht machen. Informationen, Momente, aktive Quest. Nee, nicht mit der Option eigentlich. Zaun, Kamera, Option. Nee, das ist das Falsche. Nein, das ist es auch nicht. Weiß einer noch, hat irgendjemand aufgepasst, wie ich schneller fliegen kann? Also klar, mit R1. Und dann muss ich aber noch irgendwas drücken, aber ich weiß nicht mehr was. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Warte mal, erstmal mache ich die Schwerter weg. Hier ist es blocken. Papa, Nein, das ist auch nicht. Hör mal auf, den anzuvisieren, bitte. Hör auf, den anzuvisieren! Mit X, aber... Emoji! Wow, cool! Ist das cool? Wie hab ich's gemacht? Mist, wie hab ich's gemacht?
Nein, ich wollte nochmal Emojis ausprobieren. Das ist also die schwebende Insel, die im Tagebuch stand, wo wir wohl dieses Waiban-Ding finden. Hier drüben! Ich wollte nur noch ein bisschen rumfliegen. Anscheinend darf ich es nicht. Etwa schon der Boss? Wenn wir dieses Ding besiegen, erhalten wir die andere Hälfte der Steintafel. Macht euch alle bereit! Erstmal die Kleinen. Warte, ich muss tiefer. Oh Gott. Asma! Wow! Oh Gott, ich habe gedacht, ich verliere Asma. Super gemacht, Mädels. Wir haben es echt geschafft. Unser erster Boss. Wir haben es geschafft. Gute Arbeit, Leute. Ja, und ich dachte, ich verliere einen. Hurra, wir haben gewonnen. Und wir haben die zweite Hälfte der Tafel bekommen. Jetzt sollten wir die Tür öffnen können. Und endlich in diesen Dungeon kommen. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Ich auch nicht. Gehen wir. Ich würde aber gerne abspeichern. Kann man immer nur im Gasthaus abspeichern? Erstmal geht's nach oben. Dann heilen wir uns. Kann ich auch sie heilen? Wie kann ich denn Shino heilen? Ich kann nur mich heilen, aber... Hier, Imuch. Winken, klatschen, jubeln, sitzen. Ja, wir haben es geschafft. Hey. Sternenschau? Was ist denn das? Ne, das hatten wir schon. Hi. Cool. So, ich konnte irgendwie... Ja, genau. Wuhu! Ich würde gerne erstmal abspeichern. Es ist noch nicht so einfach. Fliegen ist nicht einfach. Wer hätte das gedacht? Wir gehen nämlich ganz kurz abspeichern, dann muss ich mal kurz was trinken und dann geht's weiter. Abspeichern, abspeichern, abspeichern war im Gasthaus, oder? Und das war wo? Ich glaube hier. Ja, boah, sind wir gut. Und dann können wir auch noch mal das Team wechseln. Gespeichert haben wir.
Level 113, 113, die ist Level 100. Ich möchte nicht, dass die so weit auseinander sind. Und dann nehme ich mal Liefer mit. Die ist auch 113, das ist gut. Wobei, wenn sie heilen kann, dann kann ich Shinon mitnehmen, oder? Nee, ich nehme Asna und Ding mit. Habe ich eigentlich irgendwas im Lager? Eisensand? Scharfe Klaue? Rätselhaftes Katana? In der Stadt können wir das identifizieren lassen. Oh, ja, das möchte ich gerne machen. Oh nein, ich möchte es. Dankeschön. Oder sollte ich... Ich lege mal die anderen Sachen ins Lager, weil ich weiß nicht, wie viel ich davon mitnehmen kann. Ich weiß auch nicht, für was ich das hier alles brauche, aber... Dann habe ich es... sicher. Und dann muss ich mal gucken, wo ich das identifizieren lassen kann. Kannst du sowas? Im Gegenstandsladen. Wo kann ich denn Sachen identifizieren lassen? Vielleicht sollten wir nochmal ins Gasthaus und uns ein paar Quests holen. Die Taverne der Helden. Aber keiner. Hier kannst du Ausrüstung und Skills ändern. Das kann ich ja sonst auch machen. Dazu brauche ich ja keine. Ich möchte gerne wissen, wie man. Meine Sachen identifizieren kann. Aber hier ist kein NPC, der mir gerade Quests anbietet. Vielleicht kann ich es nachher im Shop machen, aber der wird ja immer noch renoviert. Okay. Ich habe gespeichert. Wir bleiben kurz mal in dem Laden hier. Es gibt jetzt eine kleine Pause. Denk mal so 5 Minuten. Und dann geht's gleich weiter. Also, bis nachher.